Ja, hallo, heute will ich euch mal meine Wunderblume zeigen. Die sollte man jetzt ausgraben. Also wie ihr seht, diese ist hier schon sehr groß. Die ist auch schon vom Vorjahr ausgegraben worden, die Knolle. Und wird dann wieder eingepflanzt im Frühjahr. Man packt sie einfach in eine Papiertüte und an einen dunklen Ort. Wo ist relativ egal. Oder man kann natürlich auch, Moment, ihr hier seht, das sind die Samen, diese schwarzen. Die kann man für das nächste Jahr einsammeln und dann neu auspflanzen. Aber natürlich werden sie nicht so schön groß, oder meistens werden sie nicht so groß, wenn man die über den Samen macht. Über die Knollen kann die wirklich also fast 4 Quadratmeter reichen. Dies Jahr war ein bisschen trocken, aber wie gesagt, 2 Quadratmeter sind das hier auch. Ja, leider ist meine Dachrinne runtergefallen bei dem Sturm. Samt Solaranlage, deswegen liegt hier die Dachrinne. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.